Freunde, Samstag, 22.04. U17, Bundesliga. Ihr seht schon. Angekündigt. Wieder im Leimbach. Back-to-back, Leimbach. Back-to-back, genau. Ach, wie gesagt, in den Kommentaren stand, dass wir uns die U17 angucken sollten. Das machen wir heute, Freunde. Freunde, wir haben so krass gejoked. Wir spielen einfach in einem ganz anderen Stadion. Wir sind jetzt 15 Minuten zu spät. Wegen dem. Alles krass. Guck mal, hier ist einfach noch der Mannschaftsbus. Dieser Eingang sieht gar nicht richtig aus. Nee. Falls wir es überhaupt irgendwie noch gar nicht erwähnt haben, Sportfreunde Siegen U17 heute gegen Bayer Leverkusen. Junior Bundesliga. Wenn der kein Scout ist. So, leider das erste Tor heute schon verpasst. 1-0 für Leverkusen. Ich sag, wir sind erst ins Leimbach-Stadion gefahren. Hatten wir wohl uns verlesen oder was? Torwartings aus der ersten Mannschaft aushelfen kurz. Geil gespielt, geil gespielt. Abgewichst. 2-0. Boah, der geht gut durch. Schade. Der ist aber krass durchgelaufen, der oder? Digga. Wie sonst was, der Mann? Okay. Jungs, die Jugend verändert sich auch heutzutage, ne? Sie sehen alle in Locken. Alles Playboys, Rick. Alle miese Players. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie viel würden die so eine gute C-Klasse auseinandernehmen? Wie viel ungefähr? Gute C-Klasse, Alter. Alter. Zwei Spieler. Ja. Für uns jetzt, für sie. Genau. Okay. Ich würde einen Sechser von denen mitnehmen, glaube ich. Obwohl ich finde die vier, irgendwie die vier, auch wenn der Verteidiger ist, ich glaube, der wäre so ein Brecher hinten. Siehst du? Also ja, genau, den würde ich so hart in den Verteidigung stellen. Und dann. Ja, wie gesagt, von der 19. Guck mal, gerade wo ich drüber rede. Der macht jetzt eine Bulette. Boah, schade. Aber die 19 gefällt mir auch noch sehr gut. 19 und 4. Ja, okay, locken wir ein. Die beiden Brecher. Also jetzt von Leverkusen, ne? Von 7. Überlege ich mir auch noch kurz. Boah. Boah. Das muss ich auch erstmal brauchen. Ja. Ist das gut, Digga? Zack. Und dann noch für Dreh und so einen Schuss noch. Alex, mach da mal nach. Hätte ich schon 3-0 mal in Führung sein können, ne? Also von den Chancen her. Ja. Ja. Leute, haben die einfach nur Medikit spielen, weißt du, was ich meine? Auf Reviver-mäßig angelehnt. Diddy. Aber guck mal, wie schön er da steckt. Oh, da kommt. Wie schön die den Konter spielen, Alter. Guck mal, das ist so einfach. Ja. Torwart stark. Torwart ist stark von Siegen. Torwart ist sehr, sehr stark. Sagst
zur ersten Halbzeit. Also Freunde, wie gesagt, wir haben die ersten 10, 15 Minuten verpasst. Steht jetzt 2-0 hier. Leverkusen hätte auch 3-0, 4-0 vielleicht führen können. Aber es ist ganz chancenlos, sie ja auch nicht. Nee, Parma kommen die auch schon. Parma kamen die auch nach vorne, ja. Aber gerade eindeutig bessere Mannschaft Leverkusen, muss man einfach sagen. Ich hoffe, von sieben kommt jetzt gleich noch mehr. Kicken können beide Mannschaften. Kicken können beide Mannschaften, das ist ja ohne Frage. Ne? Wie gesagt, Freunde, heute ein bisschen was ruhiger. Wir hoffen, euch gefällt das Video trotzdem. Aber in den nächsten zwei Wochen, die kommen krachen. Da werden Banger-Spiele kommen, Freunde. Das habt ihr noch nicht gesehen. Da ist der Bruder. Noah, wir wollen jetzt hier was sehen, zweite Halbzeit, ne? Ja. Wolltest du, dass wir das Spiel gucken? Wir sind da. Zeig mal was her jetzt. Oh, wieder. Digga, ist der schnell. Alter, oh. Stark, Noah, Junge. Sauber, Noah. Jetzt kommt Konter aus der Hölle. Stark. Boah, schade. Oh, der kommt sogar noch. Weggemacht. Ja, gar nichts. Ich glaube, es passiert auch nicht mehr so viel irgendwie, ne? Boah. Okay. Ich frage mich, wie die alle jetzt nach Leo. Also, ich würde gern von jedem den einzelnen Weg so hören. Ja. Ich habe da in der Kreisliga angefangen, dann habe ich den Scout gefunden. Ja. Oder ich habe direkt ein, keine Ahnung, Probetraining bei Leverkusen gemacht. Die haben gesagt, stabil, kannst hier bleiben. Ich hab doch damals mal sowas wie Stützpunkt. Stützpunkt. Oder gibt's das immer noch? Sag mir gerade nichts, erklär mal. Ich weiß nicht, was das ist. War sie da? Stark. Ja. Ich habe COD gespielt in der Zeit. Bei mir war Stützpunkt auf Terminal und so weiter. Ja. Jugendtown war auch Stützpunkt ab und zu mal. Da war bei mir Sprengkommando. Ja. Ja. Boah, hier, Noah. Hier wird aber vielleicht auch einer gesprengt. Abo. Okay. Ja, ich sag ja, der muss alles alleine machen, weißt du? Hm. Siehst du jetzt wieder 1 gegen 3? Oh, der war gut. Der kommt der noch, kommt der noch, der kommt. Der kommt. Ja, schon, das ist auch wieder 1 gegen 1. Oh, der ist oft alleine vorne, ne? Ja, ja, also es kommt mal von den Außen so wenig mit. Ist halt, hängen die Spitze alleine und dann kriegst du einen langen Ball und dann bist du allein da vorne, weißt du? Ach, zum Glück bist du so ein krasser Scout. Danke, Mann. Wird doch Trainer direkt. Gucken, bald. Hast du jetzt eigentlich verstanden, wie die Leute die Fahne mitnehmen aufs Spiel? Kommentar. Warum so eins, Jungs? Na. Wie? Oh, der rutscht ja weg.
Geiler Ball. Ah, was? Soffen? Boah, okay, hat er den gehalten? Was das da ist? Wenn irgendeiner weiß, dann schreibt mal bitte rein. Klar, ja, bitte. Lieber, was ist dieses Weiße oben drauf? Das würde man gerne wissen. So, Freunde, Spiel ist vorbei. 2-0 Endstand, hat sich nichts verändert. Wir gehen jetzt noch gerade bei Antep hier in Siegen, Döner und Bergpfalzen. Dann gehen wir echt öfter essen. Freunde, wie gesagt, geil. U15 hätten wir uns auch gerne angeguckt. Ich muss leider mal lochen, deswegen schaffen wir das zeitlich nicht. Mhm. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne wieder ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Hop inside an Audi, then I did the dash. Shawty know I only care about the cash. Big dance, big sticks, big rash. She asked me how I got it, said I gotta like.